Ja, schon ein bisschen weniger hektisch. Wir müssen sie halt bezahlen. So, jetzt wollten wir ja eigentlich unsere Werkstatt ausbauen, ne? Die ist aber nicht ausgebaut worden, weil das uns... Ich hoffe ja nur, dass es nicht das Geld abgezogen hat. Das wäre ja schon ärgerlich. Weil das halt gerade irgendwie zusammenkam. So, Reifen, Spiegel, Öl. Spiegel haben wir nicht. Ja, wenn wir da gar nichts dafür kriegen würden. Wenn wir nicht alles auswechseln, aber das ist ja nicht der Fall. Aber wir haben doch Spiegel bestellt, ne? So, was? Nur 295? So wenig? Naja. Ich glaube, wir müssen auch mal die Müllabfuhr holen. Ich habe gerade mich gewundert, dass sie noch nicht so lange in der Kasse ist. Aber... Hilfe, ich stecke fest. Bin ich jetzt dicker geworden oder was? Und dann kommt, muss wahrscheinlich auch mal wieder Sprit gestellt werden. Kraftstoff ist niedrig, genau. Ah, guck mal, die freuen sich über sie. Sie arbeitet gut. Lieferung, Kraftstoff bitte. Wie viel haben wir denn? 1400? Nice. Einmal voll tanken. Ja, das läuft schon viel besser jetzt mit der. Okay, die kann man auch, das kann man eigentlich auch alles in den Mülleimer packen. Ich glaube, letztes Mal schon bemerkt, dass ich das eigentlich viel zu kompliziert mache. Mit dem Rumtragen. Ja. So. Was haben wir denn für Problemchen? Der Lack mal wieder. Okay. Oha. Es wäre ja auch fies, wenn man hier falls falsch machen könnte, indem man zu viel aufträgt oder so. Dann heißt es nee, nee, nee. Hat sie gerade versaut.
Oh, Kraftstofflieferung machen wir mal, bevor wir. Ja. Tanken. Aha, die hübschen Damen kommen zum Tanken. Das freut mich. Mal gucken, ob die nachher, die Angestellten, wenn die alle gleichzeitig schlafen, dann könnte man ja tatsächlich dann immer zu der Zeit zumachen und die nachher am nächsten Morgen wieder zuordnen. Moment hat niemand was zu tun. Noch ein bisschen Arbeitszeit. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich einer kommt, der bedient die Kunden am Laden sind am meisten. Aber da müssen ja auch 100 voll werden. Sie macht das sehr fein. Aber Boost ist bis jetzt noch keiner gekommen, ne? Wahrscheinlich genau dann, wenn ich es überhaupt nicht brauchen kann. Einmal Druckbetankung. Oh. Was ist denn da los? Das haben wir doch gerade erst geleert. Kriegt man da eine Message, wenn da so ein großer Bus kommt? Vielleicht schon. Signal. So, die kann jetzt die noch bedienen. Oh, an der Werkstatt ist noch jemand. Gucken wir mal. So, reifen eine Tür. Haben wir das noch? Ja. Okay, jetzt schläft sie. Und Spiegel war. Spiegel und Tür. Oh, wir können auch nur noch eine Türe richten. So, wir haben noch einmal Kraftstoff, einmal Kasse und dann machen wir zu. Oder zweimal Kasse.
Irgendwann sind auch die Regale leer, liebe Leute. Wir können auch nichts mehr kaufen. Dann geht ihr alle haurig. Okay. Oh, Ende im Gelände. Müssen wir erstmal uns hier wieder ordnen. Aber in der Demo lag dann nach einer Weile immer echt wieder draußen alles voller Müll und sowas. Das ist jetzt gerade, haben sie weggenommen. Ich glaube, das war zu stressig vielleicht. Oder ist das nur, wenn man es sonst ziemlich verranzen lässt? Guck mal, jetzt haben wir fast, fast 2000 Dollar. Müssen wir einmal die Frau bezahlen, die Charlotte. Und können wir eigentlich, warte mal, wir putzen erst noch fertig. Gerade mal gucken, ob die schon Skill Gain hatte. Angestellte, die Charlotte, Statistik. Oh ja, guck mal, Cash Register Level 6. Mega cool. Das freut mich. Wieso ist das hier so halb rot und das? Oder ist das, was sie an ihm, oder was sie gar nicht mag? Das ist, wann sie wieder Level Up hat, ne? So, wir könnten noch mal einen Wohnwagen hinstellen. Ah, ich muss die Tankstelle erst aufrüsten. Ja, stimmt, man sieht es ja hier. So, dann müssen wir mal wegen Lieferung gucken. So, und eigentlich wollte ich... Doch, das hat das Workshop upgraded, aber man sieht nichts. Ist das, hat es nur das Lager abgegradet? Oder was wurde da abgegradet? Eigentlich müsste es ja eigentlich... Ah, warte mal. Eigentlich müsste ich jetzt noch was anderes reparieren können. Ja, hier, guckt mal. Keine Produkte. Gott sei Dank kam das noch nicht. Als Auftrag. Spiegel in hier keine rum. Ich glaube, ich habe vorhin meine restlichen Spiegel irgendwie verschrottet oder so. Keine Ahnung. Muss ich noch mal gucken, was da in der Anzeige steht. So, genau, wir lassen jetzt erstmal Müll abholen. Wo ging denn das nochmal? Müllabfuhr hier. Der Müllwagen, der den Müll aus dem großen Container abholt. Ich habe 1933. Ich weiß nicht, ob das was kostet. So, dann muss ich mal gucken. Hier, von denen habe ich einfach zu viel gekauft, wie ich sehe. Wenn die mal leer sind, bin ich happy. So, da machen wir mal. 5 von denen und von denen und von denen. Die sind eigentlich ganz beliebt. Okay, da haben wir noch welche. Also Zeitung braucht man nicht kaufen. Saft. Da haben wir nur noch weiße. Alkohol. Da haben wir auch noch ein bisschen Bier. Was ist denn das? Cerveza. Und Dosen haben wir noch blaue und orange. Da ist auch noch genug. Eis wird natürlich immer sehr viel gekauft.
Okay, da haben wir jetzt auch nichts mehr. Eis. Also wir brauchen Eis, Alkohol. Was liegt denn da oben? Was ist denn das? M&Ms. Nein, das ist die Müllabfuhr, okay. Jetzt gucke ich gerade mal 1933, ob wir Geld abgezogen kriegen. Ach, schön machst du das. Oh, da liegt was unten. Und die Sachen hier vorne liegen, die hat er nicht mitgenommen. Okay. Ja, das, was hinten liegt. Dann hat er auch das Blech, was da so blöd lag, sicher nicht mitgenommen. Hinten in dem anderen Container. Aber okay. So, die Tante Emma ist wieder ausgeruht. Doch, er hat's mitgenommen. Cool. Obwohl es genauso blöd darum lag. Gut. Aber ich glaube, Werkstatt. Nee, eigentlich ist beides wichtig. Nein, jetzt bezahlen wir erstmal die Frau. Dann wissen wir, was da Geld weg ist. So. Bezahlen sie. Angestellte bezahlen. So. Dann wissen wir, was wir noch an Geld haben. Dann brauchen wir eine Lieferung mit Getränke. Dann könnten wir hier mal noch das Grün, das nehmen. Wie viele Stück sind das? 30. Ja, das reicht erstmal. 30. Und das wird sehr gern genommen. Und von denen haben wir noch die beiden und das hier nicht mehr, das Rote, ne? Gut, Snacks fehlen uns ganz viele. Dann nehmen wir mal einfach die, die im Angebot sind. Und Alkohol, nehmen wir den Wein. Und jetzt geht's, ist wahrscheinlich gleich Tutti. Ne, 350. Oh, das ist gut, dass wir das Lager aufgewertet haben. Und dann nehmen wir mal noch. Ja, dann nehmen wir noch mal von dem Bier. Und Eiscreme. Oh, nur die hier. Jetzt müssen wir gucken beim Lager. 350, da geht noch was. Dann nehmen wir die nochmal, weil die gerade so günstig ist. Und. Können wir das uns überhaupt leisten? Ja. Oh, super. Bestellen. Aber nicht mal den ganzen Laster voll. Und dann braucht man noch einen anderen Laster mit hier allem, was, also hier haben wir noch, wir haben noch drei Spiegel, aber wir brauchen unbedingt Reifen, wir brauchen unbedingt Kratzer raus und was hier, Batterien. Ah, Batterien. Okay. Unsere Reifen sind auch gerade. Aber mit 10 Kratzerentferner. 5, weil die sind teuer. Autospiegel 2. Motoröl haben wir noch. Batterien sind teuer, aber 55 sollte gehen. Vielleicht mal 2. Oha, und dann sind wir pleite. Aber komm, das ist Investition. Das wollen wir machen. Dann müssen wir jetzt gucken, dass der ganz schnell leergeräumt wird, weil sonst habe ich ist mein Lager nämlich quillt dann über. Wow, jetzt machen wir das hinkriegen. Müssen wir das dann auch gleich in die Regale packen. Bevor der andere Laster kommt.
Nee. Oder das nächste wahrscheinlich gleich. Nee, da braucht man ein bisschen. Oh, ich habe nicht richtig zugemacht. Oh nein. Sag ich jetzt nichts zu. So, hier, Getränke. 10, 10. Na nee, da können wir mehr reinpacken. 10, 10, 10. Und sogar noch mal mehr. Und alle. Damit wir nämlich den Platz im Lager haben. Dann haben wir hier. Ja, die großen Regale sind halt echt cool, weil du dann gleich alles reinpacken kannst. Ah, da könnte ich die jetzt natürlich auch noch mal rein. Ah, ja, komm, dann machen wir die drei da dazu. So, und hier Schnaps. Ich will immer raus aus dem Menü und das geht ja automatisch. Wieso ist hier schon wieder Müll? Ja. Bitteschön. Läuft ja richtig gut. Dann kann man gleich wieder aufmachen. $130. Aber richtig viel Zeug gekauft. Angestellte ist ausgeruht. So muss das. Ich glaube, so mache ich das immer. Wenn die müde ist, dann mache ich meine Aufstockung. Und wenn dann alles super ist, dann. So, hier. Spiegel. Reifen. Schön, das gefällt mir. Das ist Lager nämlich auch wieder leer. Das ist nämlich das Gute. Und dann können wir wieder bestellen. Irgendwas vergessen? Eis? Da haben wir leider gerade nichts anderes. Da haben wir nichts bestellt. Ja, dann öffnen wir doch wieder. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Sprit wir noch haben. Boah, das können wir dann zwischendurch vielleicht. So, du darfst wieder arbeiten gehen. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen, oder? Hier ist jetzt plötzlich alles so halb voll. Warum? Ah, man kann ja auch sagen, jetzt mach eine Pause, wenn man gern früher schon. Okay, bediene die Kasse. Bestimmt gleich die ersten Kunden. Läuft die jetzt erst her? Das muss ich wirklich mal gucken. Ja, oh, aber sie joggt sogar. Und sie beeilt sich. Gut, das soll mir recht sein. Ach, guck mal, hier sind die Wände jetzt auch schon wieder nicht mehr so schön. Machen wir doch, bevor die Kundschaft kommt. Nicht kleckern. Ein bisschen ein paar. Oh, okay.
Und außen? Außen ist eigentlich noch schön, ne? Nur innen. Oh, der hat aber ein schickes Auto. Das ist ja hoffentlich nicht verkratzt. Auch da sieht man es ja gleich mit den Rädern. Da muss man gar nicht abchecken. Aber die Kratzer sieht man nicht, oder? Muss ich mal gucken, ob man die anderen Sachen auch sieht, ohne dass man prüft. Bin ich jetzt schneller? Oder? Steht übrigens in der Luft. So, jetzt gucken wir mal. Spiegel und hinten ein Reifen und Öl. Sieht man das mit dem Spiegel? Okay, wenn man vorbeiläuft, weil dann. Weil er dann gelb wird. Nichts mehr übrig. Ein Reifen noch. Aber eigentlich, wenn man genug Angestellte hat und sich wirklich um nichts mehr kümmern muss, außer dann jetzt nur noch Werkstatt oder so, ist auch nicht schlecht. Bei Werkstatt ist ja auch fisselig, ne? Aber nur an der Tanke rumstehen ist langweilig. Und warten, bis da einer kommt. Also von dem her würde ich dann eher noch so einen Angestellten an der Tankstelle gerne haben wollen. Finde ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also selbst wenn man selber nur die Werkstatt macht, es sei denn, man hat dann mehr Werkstattslots, ne? Dass zwei Autos gleichzeitig da sein können. Dann hat man, glaube ich, schon wieder viel zu tun. Dann springt man zwischen den Autos hin und her. Ja, da müsste man halt dann mal gucken. So, dann gucken wir noch nach Müll. Weg, ja, das war schon wieder kurz vor knapp. Jo, hat die so einen Dreck gemacht? Gerade erst gefegt. Guckt euch das mal an. Boah, die schafft echt gut. Guck mal, da stehen jetzt fast keine mehr. Mach mal so zwischendurch immer eine Wand, die nicht so schön aussieht. Wirklich ohne zu kleckern. Wenn ich putzen muss.